Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur zweiten Runde der Triathlon-Bundesliga, zum Wettkampf der Damen und zum Garmin-Alpen-Triathlon hier nach Schliersee. Es ist ein super schwerer Wettkampf. Alle Athleten müssen sehr gut vorbereitet sein, um hier bestehen zu können. Das ist mit der Startnummer 29, Radka Vodičková aus der Tschechischen Republik. Sie startet hier außerhalb der Bundesliga, also nicht in der Bundesliga-Wertung. Das sind die zwei Athletinnen aus Witten, Lena Bronkhorst und Karina Brechters. Sie ist einer der besten Schwimmerinnen hier in der Bundesliga. Mal sehen, ob sie wieder davonziehen kann. Und die Athleten kommen schon an die Startlinie. Sehr viele Zuschauer hier am Schliersee. Markus Wasmeier und die Geschäftsführerin von Garmin mit dem Startschuss. Also der Olympiasieger war hier auch vor Ort. Lässt sich diesen spektakulären Wettkampf natürlich nicht entgehen. Und die Athletinnen, knapp 30 Athletinnen schon im Wasser. Die Wassertemperatur ungefähr ja, 15 bis 16 Grad. Also die Neoprenanzüge mussten ausgepackt werden, damit man sich hier keine Erfrierungen holt. Und auf der anderen Seite kann man schon sehen, das ist Karina Brechters aus Witten. Und sie macht hier gleich mächtig Dampf und möchte vom Feld davonziehen, vom Stadtwerke-Team Witten. Und ja, da sind zwei schon weggezogen. Karina Brechters, wie vorhin erwähnt, und hinter ihr, das ist Radka Vodičková aus der Tschechischen Republik. Sie möchte hier natürlich auch gewinnen, obwohl sie keine Punkte in der Bundesliga holen kann. Sie startet nämlich für kein Bundesliga-Team, aber außer Konkurrenz kann man hier auch starten, wie man es sehr schön bei Timo Bracht gesehen hat, dem zweimaligen Ironman-Europameister. Ja, und Karina Brechters, ganz klar in Führung liegend, hinter ihr Radka Vodičková und danach kommt die große Gruppe. Die Athletinnen alle recht eng beieinander. Die Sonne kommt glücklicherweise auch raus jetzt. Und es geht gleich auch schon in die Wechselzone. Noch knapp 100 Meter. Und da sind sie schon. Karina Brechters vom Stadtwerke Team Witten. Hinter ihr Tschechin Radka Vodičková. Sie war ja die Gewinnerin der ETU Premium Cup Serie in den vergangenen zwei Jahren. Das ist die Athletin aus Witten. Ja, in der Wechselzone kann man sehr viele wertvolle Sekunden liegen lassen, wenn man nicht geschickt genug ist, wenn man nicht schnell genug ist. Aber die beiden Athletinnen Vodičková und Brechters sind sehr gut unterwegs und schon aus der Wechselzone heraus. Knapp 30 bis 35 Sekunden vor den restlichen Athletinnen. Und da kommt wieder eine Athletin aus dem Wasser. Sehr gut unterwegs. Nicht zu vergessen, hier im Feld haben wir Lisa Sieburger vom Cabo for You TuS Griesheim, auch Juliane Straub vom Synergy Sports Erlangen und Christine Möller, die Ironman-Athletin. Sie ist auch hier am Start, die Bayerin. Aber das hier ist mit Startnummer 9 Jennifer Zenker vom Alzey-Sigmaringen. Ja, die Zuschauer schauen gespannt zu. Und das sind zwei Athletinnen, Kerstin Lüken und Lisa Sieburger aus der Wechselzone raus. Aber ganz klar in Führung liegend und diese Führung sogar noch ausbauend hier auf der Radstrecke. Da sind die Tschechin Radka Vodičková und Karina Brechters. Sie arbeiten sehr gut, sehr effizient zusammen. Hier an diesem steilen Anstieg nach ungefähr 15 Kilometern auf der Radstrecke. Natascha Schmidt versucht hier das Tempo hochzuhalten in der Verfolgergruppe. Da sind auch drei Athletinnen, Kerstin Lüken, Lisa Sieburger und Leonie Pötsch.
aus Griesheim dabei. Aber wir sehen, der Abstand ist schon gewaltig jetzt zu den Führenden, ungefähr 2 bis 2,5 Minuten, bereits zur Hälfte der Radstrecke. Wie gesagt, diese harten Anstiege, die bringen einen ganz schön aus dem Rhythmus und es ist sehr, sehr schwer hier das Tempo hochzuhalten und ein konstantes Tempo zu gehen. Das ist Natascha Schmidt. Sie ist auch bei zahlreichen Non-Drafting-Veranstaltungen dabei, also eine sehr gute Radfahrerin, ganz besonders bergauf. Und da sind die zwei Führenden wieder und auf der Verfolgung. Aber wie gesagt, ziemlich weit jetzt zurück die Verfolgergruppe um Natascha Schmidt und Lisa Sieburger. So, jetzt geht es ein wenig flacher, bevor es zum Schlussanstieg zum Spitzingsattel gehen wird. Und man versucht hier natürlich in einen Rhythmus reinzukommen. Aber es wird sehr, sehr schwer, zu diesen zwei Führenden aufzuschließen. Radka Vodičková, sie ist eine sehr, sehr starke Radfahrerin. Das hat sie schon zahlreiche Male bewiesen. Sehr, sehr gut dabei, die Tschechin. Und auch beim Laufen hat sie keine Probleme. Da ist sie auch sehr stark mit dabei. Und wir können sehen, man muss hier sehr, sehr stark in die Pedale treten, einen sehr niedrigen Gang gehen, um gut dabei bleiben zu können. Kerstin Lüken jetzt in der Führung, versucht da diese Verfolgergruppe weiter an die Führenden heranzuführen. Hinter ihr Gabi Mansa vom AZ-Team Sigmaringen und auch Tanja Drumgoole aus Neuseeland. Sie startet auch für das Team aus Sigmaringen. Also unser Feld sehr, sehr gut besetzt, auch mit internationalen Athleten. Und da sehen wir das Überholmanöver, die Männer an unserer Verfolgergruppe vorbei, jedoch nicht an unseren Führenden. Und da hat sich auch etwas getan. Und zwar hat es Radka Vodičková geschafft, wegzufahren auf diesen harten Schlussanstieg zum Spitzingsattel. Also sie jetzt ganz klar in Führung, ungefähr 40 bis 50 Sekunden vor Karina Brechters. Was? Und sie schafft es sogar, sich ein Lächeln da abzuringen, obwohl es sehr, sehr steil bergauf geht. Und demzufolge ist sie auch als Erste in der Wechselzone. Startnummer 29. Wie gesagt, sie startet ja außerhalb der Bundesliga-Konkurrenz, aber wird hier natürlich um das Preisgeld und um die Lorbeeren mitkämpfen. Und schon ist sie raus aus der Wechselzone. Als Zweite kommt Karina Brechters in T2. Schnell sich die Schuhe anziehen, Kappe, Sonnenbrille und dann geht's ab auf die Laufstrecke. Tanja Drumgo und Natascha Schmidt, Dritte und Vierte auf der Laufstrecke. Und das ist Lisa Sieburger vom Cabo for You TuS Griesheim. Also es ist hier wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr anspruchsvoll. Gelaufen wird sehr viel Cross-Country, also nicht auf richtig getehrten Straßen, sondern Offroad. Das macht es natürlich härter für die Athleten, aber das macht auch den Reiz dieses Wettkampfes aus. Das ist immer noch in Führung liegend, die Tschechin Radka Vodičková. Bereits 4 Kilometer absolviert und auf Platz 2 liegend vom Stadtwerke-Team Witten Karina Brechters. Die Temperaturen knapp 10 Grad, 10 bis 12 Grad, das macht es auch nicht gerade einfach für die Athleten, aber wie gesagt, wer nach Schliersee kommt, weiß, was ihn erwartet. Und auf Platz 3, sehr gut in Fahrt, das ist Natascha Schmidt.
Lisa Sieburger im Moment auf Platz 4 in der Bundesliga-Wertung auf Platz 3. Sehr gut mit dabei. Und das ist Radka Vodičková bereits auf dem Schlussgeraden. Ein ungefährdeter Sieg für die Tschechin. Aber wie gesagt, sie läuft außerhalb der Bundesliga-Wertung. Auf Platz 1 nach knapp 2 Stunden und 7 Minuten. Radka Vodičková auf Platz 2. Und die Gewinnerin der Bundesliga hier am Schliersee. Super Leistung von Karina Brechters vom Stadtwerke Team Witten. Auf Platz 3, das ist Natascha Schmidt vom Schwabe-Team Krefelder Kanu-Club. Super Leistung. Und auf Platz 4 vom Team Cabo for You TuS Griesheim, das ist Lisa Sieburger. Super Leistung von der jungen Athletin. Ja, ich bin sehr glücklich über das Rennen. Ich war erstes Mal der Sieger hier, zweites Mal gestartet hier. Letztes Mal war ich Zweite hier. Also ich bin sehr glücklich. Das Rennen war wirklich super hart. Aber ich bin froh, dass das Wetter so war, wie es war. So, und jetzt sehen wir die Ergebnisliste der Damen. Karina Brechters von Natascha Schmidt und Lisa Sieburger in der Bundesliga-Wertung. Kristin Müller aus Bayern auf Platz 6 und Kerstin Lüken auf Platz 9. So, das sind die drei Erstplatzierten im Wettkampf. Und in der Teamwertung vorne das Team Cabo for You TuS Griesheim vor dem ALZ Sigmaringen und Synergy Sports Erlangen. Das Stadtwerke-Team aus Witten nur auf Platz 5. So, und wir verabschieden uns jetzt aus Schliersee. Und das nächste Mal gilt es ab nach Gimma.